Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Mittelerde, Schatten des Krieges. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, beim letzten Mal bin ich ja leider verreckt, als ich diese Mission hier annehmen wollte. Das habe ich jetzt getan. Ihr habt es vielleicht am Ende noch gesehen. Ich bin auf dem Turm gespawnt. Ich habe den jetzt befreit, schnell mal die ganzen Sachen abgecheckt, freigelegt auf der Map. Das habe ich jetzt nicht mit reingenommen. Also ich habe trotz allem nichts verpasst. Er hat nichts geredet oder sonst was. Ich habe das einfach nur freigelegt und bin dann hier schnell hingesprintet, um diesmal nicht zu sterben. Schön, dass ihr auf jeden Fall am Start seid und danke an die Leute da draußen, die das letzte Video und die letzten Video bewertet haben, die dafür sorgen, dass hier Support am Start ist. Denn ohne Support geht hier nichts, Leute. Ihr wisst ja Bescheid. Ich hatte auch interessiert eure Kommentare durchgelesen, aber ich werde darauf so in der Folge drauf eingehen. Ich will jetzt erstmal die Mission starten. Ich denke, da habt ihr auch Bock. Klinge in der Dunkelheit. Der Palantir ist vorerst außer Reichweite, aber vielleicht können Kankras Visionen dich leiten. Let's go. Gucken wir erstmal in die Mission rein und dann labern wir so ein bisschen über euer Feedback zum Spiel. Das ist nämlich auch sehr interessant. Ich ahne ein Satyan. Klein Gollum! Was ist denn da los? Feind, Olokai! Olokai heißen die Kriegstrolle? Achso. Olokai sind Ziel, kämpfen mit mächtigen Angriff. Jegliche Versuche, über sie zu springen, werden sie abwehren, aber du kannst ihre Angriffe vermeiden, indem du X drückst, um auszuweichen oder zwischen ihren Beinen durchzurutschen. Sie können mit einem aufgeladenen Kopftreffer oder durch perfektes, abgestimmtes Kontern betäubt werden. Lass der Betäubung eine Serie aus Nahkampfschlägen folgen oder halte R1 gedrückt, um auf den Olok aufzusitzen. Tippe mehrmals Quadrat, um ihn schnell in den Rücken zu stechen. Bewege. Okay, alles klar. Kann ich ihn nicht einfach auch in die Fresse ballern? So in etwa. Komm schon! Alter! Respect yourself, sag ich dazu. Alter, hat ihn einfach die rechte Pfote abgehackt. Okay, Talion, Respekt! Wir haben euch gerettet, leuchtender Herr! Gollum, warum solltest du mich retten? Ach, von dir war nicht die Rede, garstiger Waldläufer. Er steht im Dienst der Spinne. Nein, nein. Die dunkle Herrin wacht über Gollum. Gollum wacht über den leuchtenden Herrn. Leuchtender Herr tötet den dunklen Herrscher. Und die Spinne zieht die Fäden. Sauron ist unser gemeinsamer Feind. Man kann sich seine Verbündeten nicht immer aussuchen. Geh voran. Leuchtender okay. Herr, Gollum zeigt schnelleren Weg. Gollum ist einfach am Start. Ich muss das mit dem ersten Teil vergleichen. Das sind Olokai, Kriegstrolle. Sie sind schlauer, schneller und immun gegen das Sonnenlicht. Saurons Truppen sind stärker denn je. Wir hassen sie so sehr, wie wir Orks hassen. Wir bleiben auf Abstand, damit wir nicht gequetscht und gemalmt werden. So wie du letztes Mal meinen Kopf mit einem Stein zermalmen wolltest? Aber das haben wir nicht. Wir könnten dem Herrscher nie wehtun. Wir machen es jetzt wieder gut, ja? Das bleibt abzuwarten. Oh, Leute, es ist so... Also, da kann man nichts sagen, wa? Vertonung ist absolut Spitzenklasse. Aber ich habe irgendwie so den Eindruck, dass der Gollum im ersten Teil besser aussah als im zweiten. Es ist... Also, nee. Wieder da angesprungen kam der kleine Monkey, ey, und wollte uns helfen. Ah, es ist nicht nett. Der Gollum. Und ohne Witz, Talion, wa? Jetzt mal ohne Witz. Denkt man die Schwerter weg? Denkt man die Rüstung weg?
Können der nicht einfach direkt aus Far Cry Primal kommen? Der sieht aus wie ein Höhlenmensch einfach. Der sieht aus wie ein Höhlenmensch. Was ist los, Gollum? Komm, renn. Fast da, heller Herrscher. Wir sind fast da. Du lockst uns doch sowieso in eine Falle. Ich weiß, warum ihr hier seid. Gib zurück, was du gestohlen hast. Sei still, Ringschmied. Wie redest du mit mir? Gestohlen. Er hat ihn mir aufgedrängt. Was ist mit dir, Talion? Ich bin hier wegen Minas Ithil. Du willst es retten, auch wenn es schon verloren scheint. Es muss einen Weg geben. Sie sind wahr, deine Visionen. Schenk mir noch eine. Und wofür? Um Weisheit? Oder Macht zu erlangen? Oh, du brauchst nichts zu sagen. Hier hast du deine Wahrheit. Du willst es zu was bringen? Dann musst du töten. Du willst Beachtung? Töte eine Bleichhaut. Je mächtiger dein Opfer, desto schneller steigst du auf. Idril. Sie stirbt. Viele werden sterben, bis Sauron bezwungen ist. Dieses Wissen kann uns helfen. Töten wir den Mörder. Findet diese Zukunft vielleicht nie statt. Wir können sie retten. Ob sie lebt oder ehrenvoll stirbt, wird den Ausgang des Krieges nicht beeinflussen. Wir müssen Castamir unbedingt beschützen. Wenn er diesem Meuchler anheimfällt, verlieren wir den Palantir. Oh, wir finden ihn, mein Schatz. Für den leuchtenden Herrn. Wir gehen nach Tirith Ungol. Ja, wir finden den garstigen Meuchler. Ja, ja. Ja, Gollum, ja. Das ist so geil, einfach nur. Der Meuchler muss aufgehalten werden. Gollum, weißt du, wo er zu finden ist? Ja, wir haben seine geschwungene Klinge erkannt. Eine Morgul-Klinge? Ja, Stich, Stich. Dicht alle Leibwächter des Häuptlings ab. Wenn wir seine Ziele finden, die Uruk-Leibwächter, dann finden wir auch den Meuchler. Der erste ist ganz nah. Hier lang. Boah, krass. Hier. Ich bin nur direkt hinter dir, Gollum. Alter, hier gibt's richtig Action gerade. Folge Gollum, folge Vorsicht, Gollum. Da ist ein Morgai-Fliegennest. Was machen diese Orks? Du hast Angst. Zum ersten Leibwächter geht's hier lang. Zuvor sagtest du, du hättest die geschwungene Klinge des Meuchlers erkannt. Du siehst Kankras Visionen also doch. Ja, leuchtender Herr. Das war nicht bloß der Wind. Diesmal nicht. Muss ich ihn töten? Nee, muss ich nicht, oder? Einer der Leibwächter war in der Nähe, ganz sicher. Nur eine Morgul-Klinge verursacht solche Wunden. Wir sind auf der richtigen Spur. Er ist schon seit einiger Zeit tot. Wir müssen schneller sein, wenn wir den Meuchler schnappen wollen. Ja, wir wissen, wo noch ein Leibwächter ist. Während der Meuchler sich durch die Reihen mordet, wird er stets größere Ziele ins Visier nehmen. Wie Castamir. Ja, Castamir ist der Einzige, der weiß, wo der Palantir ist. Er muss um jeden Preis am Leben bleiben. Der garstige Ork ist hier irgendwo. Ach, wir wissen noch nicht mehr, wo genau. Wir sind nah dran. Ihr findet ihn.
Sohn. Ja, da vorne liegt das Ding. Kommt da jetzt was angerannt oder muss man erst am Fieber freien? Nein, sowas wollte ich nicht anlocken. Oh shit. Genau sowas wollte ich nicht anlocken. Kann ich eigentlich gesehen werden, wenn ich in der kann ich schon. Wenn ich in der Geisterwelt bin, kann ich gesehen werden, ne? Jawohl. Komm her. Hinrichtung. Oder kann ich doch nicht gesehen werden? Ich weiß es gar nicht. Ich renne jetzt erstmal zu meinem Ziel einfach. Die sollen mal ruhig kämpfen. Das interessiert mich gar nicht. Da vorne ist nämlich die Leiche schon. Wunden von einer Morgul-Klinge. Genau wie beim letzten. Dieser Mord ist nicht so lange her wie der andere. Wir kommen näher. Gollum wird wissen, wo unser nächstes Ziel ist. Ach, sieh mal an, da haben wir wieder ein bisschen Cash. Nee, haben wir nicht. Gondorische Artefakte. Artefakte, die aus der großen Halle von Minas Ithil gestohlen wurden. Wird es über ganz Mordor verteilt. Mach sie alle auffindig, um die Verbesserung Schilfe freizuschalten. Was auch immer das heißt. Ich glaube, dieser Teller wurde von Ostlingen gefertigt. Die Art des Materials und die Verzierungen sind mir und jedem, dem ich ihn zeigte, unbekannt. Ich weiß, dass die Ostlinge von jenseits des Meeres von Runen nie Freunde Gondors waren. Und ihre Streitwagen und großen Fuhrwerke sind wahrhaft furchteinflößend. Doch ich würde gern einem von ihnen abseits der Schlacht begegnen. So wild sie auch sein mögen, sie sind immer noch Menschen und keine Uruks oder andere Lakaien des dunklen Herrschers. Ach so, das ist ja nett. Klingt ja richtig geil, die Ostlinge. Und doch ein bisschen mehr wert als die Ostlinge. Sie sind sogar noch seltsamer als die Haradrim des Südens. Aber genauso verwundbar gegenüber Saurons Drängen. Noch ein Uruk. Er ist noch nicht lange tot. Wir sind nah dran. Näher und näher. Wir bringen euch da. Oh Gott. Nächste ist. Oh, renn, Gollum. Dumme Orks sehen Gollum nie. Wir schleichen rum und hören ganz. Gott, oh Gott! Ja, genau, kämpfe mit den anderen, bitte. Wir beide Gollum machen das schon. Ochse kommen, verstecken. Er hat panische Angst vor Morgulfliegen, das heißt er. Sagt der Trottel, der Angst vor Spinnen hat. Das hätte ich dir nie sagen sollen. Ich reite den Körper. Ich siege die Patrouille. Warte mal. Dann machen wir das mal von oben. Hier sind Pfeile. Du Narr! Er ist doch kein gewöhnlicher Schneider. Er näht seine Kleidung aus Haut. Ich bin dein Bruder! Jawoll! Also, ach, nee, ey, wie gesagt, ich will euch nicht auf den Keks gehen mit der Optik etc. Was mir allerdings auch schon sehr stark aufgefallen ist, um dann doch mal auf ein, zwei Kommentare drauf einzugehen, ich hatte euch ja gefragt, was ihr davon haltet, von der technischen Seite etc. Was mir halt dann doch auffällt, ist halt auch die Liebe zum Detail. Da hatte ich auch, ich werde das Gefühl nicht los, dass da mehr Arbeit, mehr Liebe in den ersten Teil bisher gesteckt wurde. Ich weiß nicht, wie es euch dort geht. Aber ich weiß nicht. Sie fliegen nicht, mein Schatz. Besonders der Meuchler. Er rennt immer vor ihnen davon. Bald schlagen wir zu.
Ich weiß nicht, wie es euch dort geht. Ich habe so ein bisschen manchmal hier und da jetzt schon den Eindruck, dass es so ein kleiner Schnellschuss ist. Von Warner. Hier. Bleib hier. Ich finde ihn noch allein. Dass die vielleicht doch noch hätten lieber ein Jahr investieren sollen und nicht nur 2 Monate Verschiebung. Moment. Was war das? Spatz! Schnell, schnell, schnell. Ich habe ihn schon mal gesehen. Zwei Spuren? Spinne! Ah, ein da weiteres ist er. Opfer. Er lebt aber noch. Es lebt noch. Finden wir heraus, was er weiß. Du wirst gehorchen. Die Stärken und Schwächen. Aha! Benommen, wenn Morgai-Fliegen um ihn kreisen. Boah, sind die eklig, wa? Der Meuchler hat Angst vor Morgai-Fliegen. Wenn du diese Angst ausnutzt, werden alle seine Immunitäten temporär unwirksam. Verwende dieses Wissen gegen ihn. Boah, die Klinge sieht schon saftig aus. Und tschüss. Okay. Der Meuchler ist nah. Rettet alle, die ihm auf dem Weg. Ogbur. Ogbur, der Meuchler. Lampe. Und er macht wohl gute Arbeit. Ich mach jetzt weg, Boah, das mit diesem Doppelschwung, das macht so Laune. Das sieht auch so geil aus, einfach. Hat er überhaupt noch eine Chance jetzt gegen mich? Heute ich arbeite sehr gründlich. Wenn du mich aufhalten willst, muss ich dich enttäuschen. Ogbur. Entflammbar. Moment. Ich werde ihn vernichten. So, schnell neue Fliegen holen und den jetzt kaputt schlagen. Jetzt geh doch down! Und schnell Hinrichtung mache ich dann gegen dich. Stets auf der Hut! Ich dachte, das wird alles ausgeschaltet. Alter, wie beschissen sehen die Fliegen aus. Wow! Ausgewichen, nicht mit mir. Ich würde sagen, jetzt stirb doch mal endlich. Tod durch den Fliegenschwarm? Ich hab ihn getötet. Ey, das lass ich mir ja nicht unterstellen hier. Alles klar. Möge sein Tod das Schicksal von Minas Ithil ändern. Minas Ithil ist dem Untergang geweiht. Wir brauchen den sehenden Stein. Wie viel deiner Seele verlorst du durch diesen Ring? Die dunkle Herrin wird sich freuen. Oh ja, mein Schatz, das wird sie. Na, für die haben wir es getan. Machte die Ängste des Meuchlers zunutze. Jawohl, haben wir da gemacht. Neue Fähigkeiten, Todesdrohung. Anstatt Informationen über einen Hauptmann zu fördern, kannst du einen Wurm befehlen, diesem eine Todesdrohung zu überliefern. Dadurch erstellst du einen einzigartigen Erzfeindauftrag innerhalb des Gebiets. Durch das Aussprechen einer Todesdrohung gegen einen Hauptmann wird seine Stufe erhöht, was den Kampf zu einer größeren Herausforderung werden lässt. Allerdings wird auch die Qualität der Ausrüstung erhöht, die du erhältst, wenn du ihn tötest. Das ist... Idril und Kastamir sollten vorerst sicher sein. Doch die Belagerung von Minas Ithil wehrt an. Der Palantir droht weiterhin in Feindeshand zu fallen. Wir sind hinter feindlichen Linien. Das ist die Gelegenheit, Chaos in Saurons Ringen zu stiften. Der Meuchler hatte noch ein Ziel auf seiner Liste.
Wir sollten es zu Ende bringen und den letzten Leibwächter des Häuptlings töten. Okay. Schauen wir mal, was haben wir denn da jetzt? Oh! Aber warte mal. Stufe 7? What the fuck? Also wir gehen von Stufe 2 auf Stufe 7 Schwert. Das gleiche Schwert und es ist nur 5 Punkte Stärke. Also für jedes Level 1 Punkt nur, warte mal. Das ist nicht so krass, wie ich gedacht habe. Das können wir jetzt zerstören. Für die Währung. Ich habe mich auch nochmal umgeguckt. Also zum einen brauchen wir Währung, um das hier freizuspielen. Für diese Unterperks. Und auf der anderen Seite gibt es ja hier einen Markt. Das hattet ihr auch geschrieben. Da können wir auch nochmal ganz kurz gemeinsam reinschauen. Das ist nämlich auch dort. Also auch hier kannst du dir dann... ja, halt diese Kisten kaufen. Microtransaction. Oder halt auch für das normale Silberzeug. Tja. Ist halt die Frage. Soll man das benutzen? Sollen wir das benutzen? Wann sollen wir das benutzen? Weil ihr seht hier schon, Akt 2 sind hier erst Gefolgsleute, die Orks und Urukais und hast nicht gesehen. Die kann man halt erst ab dem Akt 2 offensichtlich befehligen. Deswegen macht es jetzt auch noch nicht so viel Sinn, finde ich persönlich, loszuziehen und die Leute wegzuklatschen, weil, ja, du könntest sie halt wirklich alle nur wegklatschen. So, und nicht in deine Armee mit aufnehmen. Wir sollten nach Minas Ithil zurück. Der Kampf wird nicht nur an der... Ja, sorry, ich muss noch ganz kurz eine Punkte kaufen für mich. Reiter, Dolchhagel, boah, weiß nicht. Perfekter Konter. Weiß ich nicht, was nehmen wir denn? Terrorisieren? War das nicht beim letzten Mal noch Gold hier? Todesdrohung? Achso, das war Gold und jetzt haben wir es freigespielt, okay. Ja, keine Ahnung, dann nehmen wir halt das hier einfach. Perfekter Konter. Ja, nehmen wir das. Und gutes. Und entschieden. So. Warte mal. Einen kleinen Wurm nehme ich mal ganz kurz mit. Warum tut er sowas? Oh, hier sind mehr als ich dachte. Alles klar, da nicht. Ich hab doch Angst. Ich hab doch Angst. Einmal nur Angst haben. Hab ich. Ja, am Anfang hatte ich ja gesagt, dass ich einige Kommentare sehr interessant gelesen habe. Auch zur Technik und so weiter. Einige hatten natürlich geschrieben, ja, ach. Grafik ist nicht das Wichtigste. Natürlich ist Grafik nicht das Wichtigste. Jeder, der schon länger guckt, weiß, dass ich. Das genauso sehe. In allererster Linie ist für mich persönlich auch solche Art von Spielen die Story am wichtigsten. Ja, und dann Gameplay und dann vielleicht die Optik, weißt du? Was ich aber vorhin auch schon gesagt habe, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass der erste Teil einfach auch mit mehr Liebe zum Detail gemacht worden ist. Also selbst, guckt euch jetzt mal ohne Witz. Guckt euch diese Texturen an, das ist, Alter, ohne Scheiß, das ist für mich stellenweise PlayStation 3 Optik. Wir befinden uns im 2017, die neuen Konsolen sind einige Jahre, haben schon auf dem Buckel, also das geht einfach nicht, das geht nicht von einem Studio von Warner Bros., das geht einfach nicht. So, da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Wie gesagt, was mein Eindruck aber das Ganze noch unterstützt, ist, dass ich das Gefühl nicht loswerde, dass der erste Teil ein bisschen besser aussah und, wie gesagt, liebevoller gemacht wurde. Das ist ja auch so das Ding. Es gibt so viele kleine Studios, die einfach dann besonders hervorstechen mit ihrer Liebe zum Detail. Und ich meine, Leute, jetzt mal ganz ernsthaft, wa? Jeder, der das guckt hier, der hat ja irgendwie sicherlich... Ups. Moment, den muss ich kurz abstechen.
Der hat ja sicherlich irgendwie Interesse an dem Tolkien-Universum, Mittelerde, Herr der Ringe, Hobbit und so weiter. Jeder hat bestimmt mindestens mal einen Film gesehen, wenn nicht. Warum guckt ihr das? Guckt bitte erst die Filme. Das wäre schon ein bisschen, ich möchte schon fast sagen, skandalös. Und der weiß, und wenn er nur die Filme gesehen hat, und wenn er nur die normalen Versionen der Filme gesehen hat, und wenn er nur einen Film gesehen hat, der weiß einfach, dass es eine Welt ist, wo du so viel, also so viel erzählen kannst, so viel zeigen kannst, also die voller Detailtreue ist und so weiter. Das weiß jeder, der sich, wie gesagt, ein bisschen damit beschäftigt hat. Und was ich einfach damit sagen will, ist, dass es dementsprechend auch die Möglichkeit gibt, für Entwickler, das richtig schön detailreich zu gestalten und alles. Ich habe alle möglichen Bestien über dieses Land gejagt. Aber heute fängt mein Speer ein Menschlein. Pasch. Okay. Ja. Ein neuer Feindjäger. Ja, alles klar. Lass mich in Ruhe! Ich werde wieder sterben, wenn es so weitergeht. Wisst ihr was? Ich mache es einfach so. Was? Stinkende Waldläufer. Zeigt ihm, wie wir ihm zusetzen können. Was ist denn jetzt los? Der ist Level 12 da hinten. Alles klar, Junge. Ich mach's einfach so, dass ich meine Kombo so weit hoch mache, dass ich ihn dann... hinrichten kann. Genau so siehst du halt aus. Ich bin fast tot. Ja, Junge, ich will doch ausweichen eigentlich. Wo sind denn die Leute hin? Hey, ich kann auch schießen, okay? Kleine Ratte, ey. Was hat denn der jetzt? Was ist das? Ach schon, schon wieder eine scheiß Falle. Komm noch mal weg, Junge. Gefällt dir das? Ich werde dich heute. Wirst du nicht. Vergiss das, Waldläufer. Komm schon, Talion, mach ihn fertig. Ja, irgendwie schon. Jawohl. Schönes Ding. Her mit der Ausrüstung, aber ganz schnell hier. Der hier hielt sich wohl für einen Waldläufer. Oder ein Fährtensucher. Mordors Gegenstück. Nimm deine Lehrjahre und ersetze sie durch grausame List. Alles klar. So schnell kann man schnell mal auf Stufe 5 gelangen. Was haben wir jetzt hier noch? Kritischer Treffer. Ich würde ganz gerne. Warte mal, wo gibt es es denn? Das gibt's doch bestimmt auch. Dass man diese, was ich gerade eben gesagt habe, dass man die Kombo so hoch treibt und irgendwann erscheint die Zahl ja unten links rot und dann kannst du ja direkt einen Hinrichtungsmove machen. Und es gibt ja in jedem Spiel, wo es das gibt, Batman, gibt es ja dann irgendwann die Möglichkeit, die Zahl, bis das verfügbar ist, runterzuschrauben. Das würde ich ganz gerne holen. Das bringt einem eigentlich immer einen sehr, sehr guten Vorteil. Ja, keine Ahnung. Boah, weiß nicht, was können wir uns denn noch jetzt hier gönnen? Einfach mal. Nehmen wir mal das. Hier, komm. Dolche werfen, das ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn wir gegen solche Leute kämpfen müssen, dass wir dann einfach mal ein paar Dolche werfen, damit er unterbrochen wird beim Kampf. Tja, ja, können wir direkt wegmachen. Dann habe ich einen neuen Bogen. Ja, auch nur 4 Punkte. Also, hä? Aber 6
6 Pfeile, das gefällt mir schon mal ein bisschen besser. Obwohl, das war noch Level 1 Bogen. Hab ich noch irgendwas anderes bekommen? Nee, alles klar. Na gut, oh mein Gott, ich sehe es gerade schon wieder eine halbe Stunde. Okay, Leute, naja, gut. Gollum haben wir wieder gesehen. Wunderschön, ich hab mich gefreut. Ich mag Gollum. Ist einfach immer unterhaltsam, der geile, garstige Boy. Und jo, es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Wenn ihr Bock habt auf weitere Videos, würde ich mich natürlich riesig drüber freuen, wenn ihr das Ganze auch unterstützen würdet weiterhin. Die Ratte ist mein. Und jo, das war's an der Stelle. Danke fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Haut rein und tschüss.